So, dann nochmal ein herzlich willkommen zu unserem Infotag für den Bachelor Digital Business hier am Hermann-Hollerith-Zentrum in Böblingen. Ja, was ist das Hermann-Hollerith-Zentrum? Muss man mal zuallererst klären. Das Hermann-Hollerith-Zentrum ist das Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen. Und das Besondere ist, dass wir in Böblingen sind. Und wir sind deswegen in Böblingen, weil wir hier hervorragende Voraussetzungen finden, um Studiengänge im Bereich Digital Business anzubieten. Bevor wir da also quasi in die Theorie einsteigen, möchte ich eigentlich gleich mal ein wenig Anschauung hier leisten. Ich selber melde mich nämlich hier gerade aus dem Moment, hier aus dem KI-Labor. Das ist eins unserer Labore, in dem wir verschiedene Anwendungen der künstlichen Intelligenz und ihre Zweckmäßigkeit in industriellen Umfelden, also in dem Unternehmensumfeld erforschen. Das heißt, wir kommen hier zusammen mit Vertretern der Industrie, die gerne KI-Anwendungen einsetzen wollen in unterschiedlichen Bereichen und wir beraten sie da drin und führen auch selber Forschung durch im Bereich der KI, insbesondere in der Verknüpfung mit dem Digital Business. So, und damit Sie noch mal ein bisschen einen Einblick bekommen, wie so ein KI-Labor bei uns aussieht, schalte ich einfach mal kurz die Kamera um und schwenke einfach mal ein bisschen durch das Labor durch. Lassen Sie mich deswegen hier switchen. Okay. So, okay. Also, ein schöner Ausblick aus dem Labor gleich mal. Wenn man die Kamera umschaltet, dann sehen Sie schon, eine der hervorragenden Eigenschaften des Hermann-Hollerith-Zentrums ist, dass wir sehr schön eingebettet im Grünen liegen. Das heißt also, aus unseren großen Fenstern heraus können Sie die grüne Oase Hermann-Hollerith-Zentrum sehen. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern wir wollen natürlich in das Labor schwenken. Und so eine typische Laborumgebung sieht dann bei uns zum Beispiel so aus. Das ist ein Teil des Labors. Hier sehen wir eine Nachbildung eines typischen Arbeitsplatzes, also das, was man von Unternehmen her kennt, ne, mit Schreibtischen, Bürostühlen. Wir sehen große Screens. Was man jetzt hier so nicht erkennen kann, was aber so eine der Standards ist, die wir hier bei uns in den verschiedenen Laboren und auch Meetingräumen haben, ist, dass wir überall Alexas eingesetzt haben. Also diese Alexas, die Sie ja von Amazon her kennen, das sind einfach Standard-Enabling-Technologien, die wir hier nutzen, um einfach auch den Nutzern des Labors und unseren eigenen Studierenden hier technische Möglichkeiten an die Hand zu geben, direkt mit KI zu experimentieren. Ja, wenn wir da mal so weiter gucken, dann sehen wir also hier in dem Labor dann auch diese Besprechungsecke, das bildet hier so eine Art typischen Meeting-Situation wieder. Ich denke mal, was für die Studierenden bei uns am interessantesten ist, ist, dass es hier tatsächlich angenehme Sofas gibt, auf denen dann auch in so eine Meeting-Situation nachgespielt werden kann und auch genutzt werden kann, um an KI-Anwendungen zu arbeiten. Und dabei sehr hilfreich ist dieser gigantische 65-Zoll-Screen, der da auch noch hängt, den man dann in seinen eigenen Forschungen noch mit verwenden kann. So, die kleine Stablampe, die Sie da sehen, rechts von diesem Monitor, das ist zum Beispiel auch eine intelligente Lampe. Also da haben Studierende bei uns diese Lampe mit Sensoren erweitert, sodass also die Umgebung, die Sie da sehen, also diese Meeting-Umgebung, sensorisch erfasst wird, was dann auch mit Hilfe von KI-gestützten Programmen verarbeitet wird, um eine ganze Reihe von zusätzlichen Diensten anzubieten, die in solchen Umgebungen nützlich sind. Okay, das war es mal, ein kleiner Einblick in das KI-Labor. Sie sollten natürlich noch mehr von uns kennenlernen und ich möchte den kleinen Rundgang einfach fortsetzen, indem ich einfach mal einen Kollegen von mir bitte, nämlich den Sebastian Kotstein, der ist Doktorand hier bei uns und der stellt Ihnen mal das Smart Lab vor. Okay, Sebastian, bitte. Gut, ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen hier am Hermann-Hollerith-Zentrum. Wir wandern jetzt circa 20 Meter weiter, vier Räume weiter in unser sogenanntes Smart Lab, das sich thematisch ganz dem Themenfeld und der Fragestellung rund um dem Internet der Dinge widmet. Wir sind hier streng genommen in zwei Domänen unterwegs. Das ist einmal die Domäne Smart Home, in dem wir zusammen mit diversen Partnern aus der Industrie, die sich eben in diesem Bereich niedergelassen haben, also ganz konkret Bosch, aber auch Bosch Siemens Haushaltsgeräte unterwegs sind. Wir haben aber auch noch eine zweite große Domäne, die wir hier adressieren, das ist der Bereich Retail. Hier geht es, wie der Name es eigentlich schon sagt, so um den Supermarkt der Zukunft und hier sind wir sehr stark mit
den Firmen Kaufland und Lidl unterwegs, haben hier eine Kooperation mit der Schwarz-IT und erforschen hier Themen rund eben um ja, den Supermarkt der Zukunft. Ich werde jetzt gleich mal ein paar Bilder zeigen und zeigen, was man hier letztendlich so alles findet. Dazu schwenke ich jetzt mal die Kamera und zeig mal hier in unseren Smart-Home-Bereich rein. Wir können auch mal hier ein bisschen näher dran gehen. Also was man hier tatsächlich sieht, ist ein abgebildetes Wohnzimmer, aber natürlich auf den zweiten Blick dann die diverse Spielereien, die hier vorhanden sind. Also sprich Smart-Home-Lösungen von Bosch, Überwachungssysteme, aber wurde ja vorher schon auch erwähnt, Alexas, die hier letztendlich vor Ort vorhanden sind und über die sich dann diverse Services hier realisieren lassen. Also sprich, vor allem in diesem Smart-Home-Bereich haben wir einen sehr starken Kontext drauf, dass wir neue Services entwickeln wollen, die jetzt eben im Smart-Home eingesetzt werden können. Wir haben aber auch, und da schwenke ich jetzt in diesen zweiten Bereich rüber, eben den Smart-Supermarkt, den Smart-Retail-Bereich. Wir wollen aber hier genauso auch diese Brücke in diesen Einzelhandel schaffen. Ja, hier jetzt unser Smart-Retail-Bereich, relativ klein. Ich sage gerne dazu, das ist wohl die kleinste Kaufland-Filiale, die weltweit existiert. Zwei Regalreihen, ein Kassensystem, eine Waage und ein paar dieser Infoscreens. Und wie schon gesagt, wir haben hier eine Kooperation mit der Schwarz-IT, sprich der IT-Dienstleister für Lidl und Kaufland. Und wir machen zusammen mit denen und dann aber auch mit Studenten zusammen hier Forschung und gehen hier Themen an, die dann auch in der Praxis Verwendung führen. Also man sieht das hier zum Beispiel mal, das ist an sich ein ganz normales Regal. Auf den zweiten Blick, man sieht es hier, wir haben hier LED-Leisten angebracht, da läuft momentan eine Statusanzeige durch. Das ist auch ein bisschen, ja, sophisticated, was hier passiert. Also sowas würde ich noch nicht in einer normalen Supermarktfiliale finden. Und das hier, was man jetzt hier sieht, ist tatsächlich das Ergebnis eines Jahresprojektes. Also sprich, da haben Studenten sich ein Jahr lang mit der Fragestellung auseinandergesetzt, wie kann ich mit Kamerasysteme den Inhalt eines Regals überwachen, also sprich testen, ob die Artikel richtig platziert sind, ob die Preisschilder noch stimmen, ob Bedarf zum Auffüllen besteht. Und diese LED-Anzeige ist letztendlich eins der Resultate des Projektes. Das heißt, man hat hier nicht nur die Erkennung implementiert, sondern auch noch einen Indikator an den Regalen angebracht, der uns jetzt sagt, ob hier Handlungsbedarf besteht. Die Lauflichter zeigen momentan an, dass das System lädt. Liegt daran, dass ich den Server vor ein paar Minuten abgeschossen habe. Das passiert leider auch immer wieder in solchen Szenarien. Sprich, da muss ich nochmal dran gehen und das System dann dementsprechend nochmal neu booten, dass es wieder funktioniert. Aber genau, man kann mal so ein bisschen erahnen, was wir hier machen. Und das geht auch noch weiter. Also auch sowas wie digitale Preisschilder finden wir hier, mit denen wir versuchen, Produkte zu orten. Das heißt, es sind alles Services und Use Cases, die hoffentlich in naher Zukunft dann auch Einzug in die Filiale finden. Was wir hier auch noch haben in dem Labor, genauso wie im KI-Labor, ist dieser Raum vollgepflastert mit Sensorik. Also man sieht jetzt hier gerade einen Sensor, der an der Wand installiert ist. Das heißt, wie viele Räume hier am HAZ haben wir hier eine flächendeckende Installation von Sensoren, um letztendlich Daten zu generieren, die sich dann auch in Vorlesungen verarbeiten lassen und für diverse Services mitnutzen lassen. Gut, ja, soweit zum Smart Lab. Ja, danke, Sebastian. Und ich möchte jetzt mal überleiten zum Konstantin und der wird das Kreativlabor vorstellen. Konstantin ist online dazu geschaltet, also nicht direkt aus dem Labor, aber ich denke, er kann uns einen guten Einblick geben. Genau, ja, vielen Dank. Hi, Konstantin Garidis mein Name. Sorry, ich bin ein bisschen verschnupft, ein bisschen erkältet. Bitte entschuldigt das erstmal. Das Kreativlabor, wir haben ja gerade eben viel von Technologien gehört, ja, so künstliche Intelligenz und Sensorik und so. Und ganz oft stellt sich die Frage, für was kann ich das eigentlich nutzen? Und im Prinzip ist das die Frage, die wir im Kreativlabor, nachgehen. Nämlich, wir haben so eine Methodikbaukasten entwickelt, mit dem wir Unternehmen helfen können, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln beziehungsweise neue Services zu entwickeln. Und das machen wir in so eintägigen Workshops ungefähr, manchmal auch ein bisschen länger begleitet, indem wir uns überlegen, was brauchen die Kunden eigentlich und wie können wir mit digitalen Technologien, mit digitalen Möglichkeiten da eben Angebote schaffen. Da gibt es viele verschiedene Methoden, die man da einsetzen kann. Viele sind für bestimmte Bereiche anwendbar, viele sind auch eher allgemeingültig und wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, wie man das mit kleinen und mittelständischen Unternehmen machen kann. Und da gibt es auch verschiedene Projekte, wo wir die Studierenden auch einbinden können. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr, glaube ich, ein Projekt, wo die Studierenden die
Workshops begleitet haben und auch Teilnehmer in den Workshops waren und eben versucht haben, das Workshop-Format zu verbessern. Und dann waren sie auch tatsächlich mit den Unternehmen, also da kommen echte Unternehmen, kommen zu uns und kommen in die Workshops und die Studierenden waren da dabei und konnten dann den Workshops teilnehmen und konnten mit den Unternehmen zusammenarbeiten und neue Geschäftsmodelle entwickeln und neue Services für und mit den Unternehmen entwickeln. Genau. Ja, danke, Konstantin. Bevor wir dann in die Folien einsteigen, möchte ich noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, die weiteren Teilnehmer in dieser Videokonferenz vorzustellen. Nur kurz zum Meet and Greet sozusagen. Einerseits hätten wir da den Yusuf Bozkurt und den kennen Sie vielleicht noch. Das ist derjenige, der Ihnen die Links geschickt hat für den Zugang heute. Und Yusuf ist am HHZ mit dafür verantwortlich, die Lehrorganisation durchzuführen. Das heißt also, mit ihm haben Sie dann auch recht viel Kontakt, wenn es um die zeitliche Organisation der Lehre geht oder auch andere Fragen, die in der Lehrorganisation eine Rolle spielen. Insofern vielen Dank, Yusuf, dass du uns heute hier unterstützt und vor allen Dingen mich als den Studiendekan hier unterstützt. Und dann möchte ich noch den zweiten oder beziehungsweise noch die zwei anderen vorstellen. Das ist einerseits der Stefan Trieflinger, der ist bei uns hier auch Doktorand, ebenso wie der Yusuf und auch der Konstantin und auch der Sebastian. Und der Stefan hat seinen Fokus vor allen Dingen im Bereich Entrepreneurship. Und das spielt nochmal eine große Rolle, wenn wir dann zu dem Programm kommen, also zum Bachelorprogramm Digital Business, denn dort spielt Entrepreneurship ebenfalls eine große Rolle. Und der zweite große Hauptakteur neben mir heute, den möchte ich dir ganz zum Schluss vorstellen, ne? Aber das ist dann auch gleichzeitig die wichtigste Person. Das ist nämlich der Alexander Rossmann. Der ist wie ich Professor hier am HHZ und er ist der Leiter oder der Sprecher des HHZs. Und er wird uns jetzt mal hier erzählen, was das HHZ an seiner Organisation eigentlich ausmacht. Bitteschön. Ja, herzlichen Dank, Christian. Was für eine tolle Anmoderation. Wichtigste Person, Hauptakteur. Was kann man sich Besseres wünschen an so einem Nachmittag als so eine Ankündigung? Hallo zusammen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Rossmann. Ich bin, wie gesagt, der Sprecher des Hermann-Hollerith-Zentrums und habe jetzt das Vergnügen, ein paar Folien zu zeigen, in denen wir uns dann damit auseinandersetzen, was ist überhaupt dieses Hermann-Hollerith-Zentrum hier in Böblingen. Ne? Wichtig ist, man sieht es schon an dem Logo ganz links oben, wir sind hier Bestandteil der Hochschule Reutlingen. Das heißt, alles, was wir machen, läuft unter dem Mantel der Hochschule Reutlingen. Unter anderem natürlich auch den netten Abschluss, den man dann irgendwann mal hier kriegen kann. Das heißt, heute reden wir über ein Bachelorprogramm und der Bachelorabschluss, um den es hier geht, Digital Business, ist ein Abschluss der Hochschule Reutlingen. Das ist aus meiner Sicht wichtig, weil es ein Gütekriterium ist. Die Hochschule Reutlingen ist in allen Rankings, die wir so haben, egal ob es jetzt in der Wirtschaft oder in der Informatik ist, eigentlich deutschlandweit immer oben mit dabei. Insofern hat natürlich dieses Prädikat Hochschule Reutlingen auch einen ganz anderen Arbeitsmarktwert als das, was man so an anderen Universitäten und Hochschulen erhalten kann. Nichtsdestotrotz sind wir hier in Böblingen unterwegs und nach diesem kurzen Einblick in die Räumlichkeiten wollen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich diesen Standort ausmacht und wie dieses Bachelorprogramm aussieht. Das Bachelorprogramm, das im Herbst startet und vom Land Baden-Württemberg auch jetzt schon mit einigen Vorschusslorbeeren quasi verabschiedet wurde. Wir sind ja ein Standort, der dazu beiträgt, das ganze Thema IT und digitale Transformation in Baden-Württemberg vorwärts zu bringen. Wir sind auch einer der sogenannten Digital Hubs, also der Schwerpunktzentren des Landes Baden-Württemberg hier in Böblingen und haben einen von 109 IT-Studienplätzen. Also das Land hat sich dazu durchgerungen, 100 neue IT-Studienplätze zu schaffen und 20 davon werden jetzt hier in Böblingen starten. Ne? Warum sind wir hier in Böblingen? Sieht man ganz gut. Ja, man könnte jetzt sagen, naja, weil wir halt gern in der Mitte, also im Zentrum Baden-Württembergs. Ich habe mir sagen lassen, tatsächlich ist es so, dass der geografische Mittelpunkt Baden-Württembergs wirklich im Landkreis Böblingen liegt. Ne? Man sieht es auch schön an dieser Karte. Das heißt, wir sind so aus dem benachbarten Reutlingen hier nach Böblingen gekommen, weil das natürlich eine super interessante Region ist. Wir haben sehr viele große IT-Unternehmen wie IBM oder Hewlett Packard hier in der Gegend. Wir haben einen starken IT-Mittelstand, Unternehmen, die zum Beispiel im Softwarezentrum in Böblingen aktiv sind. Sehr stark dabei sind auch mittelständische Unternehmen bei diesem Thema Digitalisierung zu unterstützen. Und wir haben natürlich auch die ein oder anderen großen Unternehmen aus anderen Branchen, denken wir an Daimler
oder Bosch jetzt mit dem Forschungszentrum in Renningen hier in der Region. Deswegen ist das ein super spannender Standort. Hier links oben sehen wir unser Gebäude. Das ist ein topmodernes Gebäude, das wir mit unterschiedlichen Laboren ausgestattet haben, wo wir auch wunderbare Vorlesungsräume haben. Mit kleinen Gruppen, das heißt, wir sind keine Großraumuniversität, wo wir jetzt irgendwie hunderte von Leuten in einen Raum sperren, zum Glück, sondern eben tatsächlich mit Kleingruppenkonzepten unterwegs. Und dann sieht es manchmal tatsächlich so aus wie bei einem Kollege Dieter Hertweg, der ist heute nicht dabei, hier rechts unten Kollege quasi von uns, der entsprechend, ich glaube, hier sogar gerade im Kreativlabor steht. Also das, was der Konstantin gerade vorgestellt hat, das ist ein Bestandteil dieses Kreativlabors, in dem gerade auch in der Kleingruppe entsprechend dann gearbeitet wird. Ja. Was ist unser Kernthema? Unser Kernthema hier in Böblingen ist die digitale Revolution oder digitale Transformation, wie auch immer man das bezeichnen mag. Das heißt, eine Veränderung, die momentan vonstatten geht, die die Gesellschaft verändert, die Unternehmen verändert, die natürlich die Art und Weise, wie Unternehmen Geschäfte machen, verändert, wie Organisationen funktionieren, auf den Kopf stellt. Und das ist auch schon früher mal passiert, zum Beispiel bei der Entwicklung der Dampfmaschine. Das war so eine sogenannte transformative Entwicklung oder später die Erfindung der Elektrizität. Und genau auf die gleiche Stufe kann man eigentlich auch die Informationstechnologie stellen, die natürlich jetzt kein komplett neues Thema ist. Das sieht man an dem netten alten IBM-Rechner hier auf dem Tisch. Da wurden die Quellen dieser Technologie natürlich schon Mitte des letzten Jahrhunderts gelegt und haben sich einfach über eine kontinuierliche Weiterentwicklung immer fortgesetzt, über die Erfindung des Internet zu sogenannten Smartphones, Smart Devices bis hin zum Internet der Dinge und der Anwendung künstlicher Intelligenz. Und das wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen und damit entstehen schlicht und einfach neue Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen, neue Möglichkeiten, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Es entsteht das ganze Thema E-Commerce, Online-Shopping, was natürlich die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden zusammenarbeiten, verändert. Und das Ganze basiert natürlich auf digitaler Technologie und auf entsprechenden Services, die mit Software auch umgesetzt werden. Und darum drehen sich die Programme, die wir hier gestalten. Ne? So sehen die Leute bei uns aus, ja, also nette Menschen, die quasi dann auch tatsächlich ist das ein Vorlesungsraum hier links. Ja, das heißt, es sieht dann auch wirklich so aus, dass man hier so an Tischen zusammensitzt. Wir haben nicht die typischen Vorlesungsräume, die dann irgendwie die Decke hochgehen, sondern dann eher so kreative Prozesse. Alles natürlich hier vor Corona aufgezeichnet. Ja. Wir hoffen, dass wir relativ schnell dann auch wieder in so einen Arbeitsmodus zurückkommen, in dem wir tatsächlich dann gemeinsam dann auch in Kleingruppen dann auch Dinge erarbeiten können, Hackathons anbieten können, direkt an der Praxis dann Sachen umsetzen können. In den letzten Jahren sah es dann halt mehr so aus. Ja? Das heißt, klar, alles remote. Das war tatsächlich jetzt für uns in Böblingen gar nicht so der große Change. Ja? Wir haben vorher schon viel mit solchen Formaten gearbeitet. Die Studierenden, die wir haben, haben das schon gekannt, natürlich aus ihrer eigenen Praxis. Dennoch ist es jetzt über die Monate hinweg natürlich schon ein Thema, dass wir uns wünschen, uns wieder zu entzoomen, ne, und auch mal wieder face-to-face zusammenzuarbeiten. Ne. Dann kann man nämlich auch wieder die tollen Angebote nutzen, die es am Hermann-Hollerith-Zentrum gibt, zum Beispiel den Free Coffee hier. Das heißt, wir haben tatsächlich, ich glaube, als mittlerweile einziger Standort an der Hochschule Reutlingen, freien Kaffee für Studenten, also kostenfrei, meine ich. Das heißt, letzten Endes die Möglichkeit, dann eben uns auch hier über unsere gemeinsame Kaffeeküche dann auch informell dann immer wieder zu treffen. Die Professoren sind meistens nur ein paar Minuten weg von den Vorlesungsräumen und man trifft sich und trinkt mal einen Kaffee. Das sind so Sachen, die wir hoffen, dann ab Oktober natürlich wieder umsetzen zu können. Ne? Das Hermann-Hollerith-Zentrum ist ein kooperativer Lehr- und Forschungsverbund. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass schon die Hochschule Reutlingen, wenn man so möchte, hier der Platzhirsch und die Instanz ist, die das Ganze organisiert. Es gibt aber noch ein paar andere Gründungspartner. Der zweite Gründungspartner für den Standort, den man sicherlich erwähnen sollte, ist die Universität Stuttgart. Wir haben ja auch sehr viele Doktoranden hier im Haus in Böblingen. Einige davon sind ja heute hier dabei. Und viele dieser Doktoranden sind tatsächlich in Kooperation mit der Universität Stuttgart eingebunden. Das heißt, wenn man hier bei uns einen Bachelor macht,
und dann vielleicht noch mit dem Master vorwärts schreitet, gibt es auch die Perspektive, irgendwann zu promovieren. Und das kann man entweder an der Uni Stuttgart machen oder bei anderen Forschungspartnern, die wir hier unten so sieht, mit denen man letzten Endes dann auch in Kooperationsprojekten immer wieder zu tun hat. Ja? In der Mitte sehen wir die Unternehmenspartner. Das sind jetzt nicht alle, aber einige wesentliche Unternehmenspartner. Von Anfang an war es die Idee und ist es auch heute noch die Idee, am Hermann-Hollerith-Zentrum anwendungsorientiert, praxisorientiert zu arbeiten, die Lehre total praxisorientiert auszurichten und auch in der Forschung eben Dinge zu entwickeln, die für Unternehmen wirklich Sinn machen. Und ja, Unternehmen wie Bosch haben wir ja gerade schon gesehen im Smart-Home-Bereich oder jetzt auch zum Beispiel Daimler, MHP oder Porsche, wenn es darum geht, jetzt die Mobilität der Zukunft mitzugestalten, dann sind das Partner, mit denen man natürlich diskutiert, wo wir auch immer wieder Dozenten aus diesen Unternehmen dann einladen, um bei uns auch in der Lehre neben den Professoren aktiv zu sein. Ne? Die Programme, die wir haben, die habe ich gerade schon genannt. Die Lehrprogramme drehen sich alle um das Thema Digital Business, also die Veränderung der Wirtschaft durch digitale Technologie, die Möglichkeit auf Basis digitaler Technologie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Kundenschnittstelle tatsächlich auch zu digitalisieren beziehungsweise auch IT zu nutzen, um unternehmensinterne Prozesse effizienter zu machen. Diese ganzen Lehraktivitäten sind eingebettet in unsere Forschungsgruppen, in die Labore, die wir gerade gesehen haben. Und natürlich, habe ich gerade schon erwähnt, gibt es auch ein Promotionsprogramm, wenn man sich dann später entscheidet, in die Forschung einzusteigen. Ne? Heute wollen wir über den Einstieg sprechen. Da freuen wir uns natürlich drüber. Wir haben bis dato dieses Programm Bachelor gar nicht im Portfolio gehabt. Das heißt, wir sind gestartet hier vor einigen Jahren mit den Masterprogrammen und waren da auch sehr erfolgreich. Die beiden Masterprogramme Digital Business Engineering mit einem höheren Informatikanteil und auch Digital Business Management mit einem stärkeren Wirtschaftsanteil. Die gibt es ja schon jahrelang im Haus und wir sind auch hochgradig nachgefragt und entsprechend sehr, sehr gut etabliert, auch mit guten Ranking-Ergebnissen unterlegt. Und jetzt bauen wir sozusagen, wir bauen das Haus, haben das Haus ein bisschen andersrum aufgebaut, von der Forschung, von den Doktoranden über die Master, kommen wir jetzt auch dazu, dass wir über diese Ausschreibung des Landes Baden-Württemberg jetzt auch mit dem Bachelorprogramm starten können. Das heißt nicht, dass wir noch nie ein Bachelorprogramm gemacht haben, aber die waren halt alle in Reutlingen. Insofern war es immer ein bisschen schwierig für unsere Partner hier in Böblingen dann für das Programm immer nach Reutlingen zu gehen. Jetzt haben wir hier den Einstieg ins Digital Business als speziellen Zweig der Wirtschaftsinformatik auch vor Ort in Böblingen mit diesem 7-semestrigen Bachelorprogramm Digital Business. Ja, und dazu wird gleich mein Kollege Christian Decker, der natürlich noch viel wichtiger ist als ich, weil er der Studiendekan ist, also derjenige, der das Ganze organisiert, anleitet und dann auch immer wieder zum Ansprechpartner wird, wenn man sich um das Thema kümmert. Also man kann mit Fug und Recht sagen, der wichtigste Mann in diesem Programm wird es jetzt natürlich dann als nächstes auch gleich vorstellen. Ne? Ja gut, vielen Dank für diese hervorragende Einführung und Anmoderation. Ja, der Alex Rossmann hat es ja gerade noch mal so ein bisschen eingeordnet und das ist uns auch wichtig, dass bevor wir jetzt zu den Inhalten des Programms kommen, dass Sie sehen, dass das jetzt nicht nur einfach irgendein Programm ist, wo Sie durchlaufen und dann einfach fertig sind, sondern dass Ihnen dieses Programm einen Karriereweg gibt. Das heißt also, Sie steigen ein, Digital Business im Bachelor, werden für uns ausgebildet und bekommen genau die Ausbildung, um dann in den Masterprogrammen weiterzumachen oder vom Bachelor direkt in die Unternehmen zu gehen, die mit uns auch schon im Bachelorprogramm zusammenarbeiten oder auch noch einen akademischen Karriereweg einzuschlagen, indem sie über den Master hinaus dann noch in die Promotionsprogramme wechseln. Das heißt also, bei uns zu starten hier bedeutet, dass sie den kompletten Karriereweg einer akademischen Ausbildung nach einer schulischen Ausbildung hier absolvieren können und dass sie dann auch entsprechend auf diesen speziellen Zweig der Wirtschaftsinformatik, nämlich diese Digital Business hin, auch tiefgründig ausgebildet werden. So, dann lassen Sie uns mal zu den Inhalten kommen und ein bisschen was möchte ich gerne dazu erzählen als Studiendekan, warum dieses Programm jetzt so relevant ist. Und also steige ich genau da ein, wo mein Kollege aufgehört hat. Sekunde. Dieser Einstieg gestaltet sich gerade etwas schwieriger, dann machen wir es so. Okay, gut, dann lassen Sie mich das mal hier auflisten. So, hier. Okay, so, also Digital Business
Warum haben wir dieses Bachelorprogramm? Und dieses Bachelorprogramm ist getrieben von der, ich sag mal, von der Erkenntnis, dass die digitale Wirtschaft ihre Werte aus Softwareprodukten schöpft. Und besonders gut ist es hier mal gezeigt durch einen, ja sagen wir mal, ikonischen Ausspruch von Marc Andreessen, der da lautet: In short, software is eating the world. So, Marc Andreessen, wer ist das? Also das ist ein Venture Capitalist heute, ne, zusammen mit Horowitz. Aber woher der kommt ist, also dieser Mann hat Netscape gegründet und Netscape kennt heute keiner mehr, aber es war einmal der erfolgreiche Webbrowser. Also lange bevor es Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome und so weiter gab, gab es Netscape. Und der hat also quasi bewiesen, dass die vernetzte Softwarewelt wirklich die Zukunft darstellt. Und es gab halt dann eine Zeit der Browserkriege, in denen halt dann Netscape verloren hat, aber das schmälert keineswegs die Leistung dieses Mannes. Und er hat halt erkannt, dass die Zukunft in der Geschäftswelt in der Software liegt. Heute ist er Venture Capitalist, also offensichtlich hat er es richtig gemacht, denn er hat jetzt das Geld aus der Software heraus verdient, um weitere Softwareprodukte zu fördern. Okay, also, das heißt, was wir hier mitnehmen ist, dass Software eigentlich immer wichtiger wird. Das heißt, unsere Geschäftsmodelle werden zusehends digital und die Software stellt dabei die wertschöpfende Komponente dar. Und das ist jetzt nicht nur einfach ein Ereignis, was einfach auftaucht und vorübergeht, sondern es gibt jetzt hier die Besonderheit, dass aufgrund dieser Veränderungen mehr und mehr Softwareprodukte entstehen und viele davon nutzen sie heute, also in Smartphones und anderen unterstützenden Geräten. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir einen steigenden Bedarf an Fachkräften mit Hochschulausbildung sehen, die diese Softwareprodukte nutzen, einsetzen, weiterentwickeln können. Das heißt also, die Wirtschaft sucht Fachkräfte mit Hochschulausbildung, insbesondere mit einem auf der einen Seite Wirtschafts-Know-how und auf der anderen Seite aber ein Software-Know-how, um die digitalen Geschäftsmodelle zu gestalten. Das heißt also, Sie sind hier mit dem Einstieg in das Bachelor-Programm Digital Business auf einem Weg, genau nicht nur diese Erscheinung oder dieses Ereignis mitzumachen, sondern das auch selbstständig weiterzugestalten und das voranzutreiben. So, und damit kommen wir mal zu ein paar wichtigen Punkten, was Digital Business ausmacht. Da kann man jetzt sehr viel darüber reden, deswegen habe ich so die wichtigsten Punkte auch mal hier schwarz markiert oder dick gedruckt markiert, nämlich zuallererst mal: Digital Business ist ein spezieller Teilbereich der Wirtschaftsinformatik. Insbesondere beschäftigt er sich mit den Geschäftsmodellen, die nur durch digitale Technologien umsetzbar sind. Also die quasi eine völlig, also die erst entstehen können, wenn überhaupt digitale Technologien wie Smartphones und Ähnliches heute zur Verfügung stehen. Dabei stellt Software den zentralen Baustein dar. Die Nutzung von Daten wird sehr wichtig und das führt zu der Entstehung intelligenter Systeme. Und die ganze Diskussion um künstliche Intelligenz und Machine Learning herum zeigt eigentlich das Potenzial, was erst dadurch entsteht, dass wir sowas wie Smartphones und Software in Geschäftssystemen einsetzen können. Das heißt also, es ist ein aufeinander aufbauender Prozess. Insofern tangiert halt Digital Business auch verschiedene weitere Fachdisziplinen. Und deswegen ist es auch so interessant, dass es halt in dem Umfeld der Wirtschaftsinformatik verortet ist. Denn dort kommt bereits die wirtschaftliche Komponente und die Informatikkomponente, also die sich vor allen Dingen durch die Software auszeichnet, zusammen. Das heißt, wir sehen hier interdisziplinäre Studieninhalte. Insofern kombiniert Digital Business die Inhalte der Informatik mit den Inhalten der Betriebswirtschaftslehre, um im Zusammenhang mit der Gestaltung digitaler Geschäftsmodelle, softwarebasierter Produkte und Services, der Entwicklung digitaler Schnittstellen mit unternehmerischen Interessensgruppen sowie der Modellierung und der Umsetzung unternehmensinterner Wertschöpfungsprozesse. Und wir predigen das nicht nur oder wir lehren das nicht nur, sondern wir sind auch Teil dieser Entwicklung. Das haben Sie gesehen, also in den Laboren, die wir Ihnen am Anfang gezeigt haben, da bauen wir genau diese Services, da führen wir die Inhalte der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre zusammen. So, und Sie können daran mitwirken, indem Sie durch unser Programm
sich durcharbeiten. Also, was sind die Key Facts des Studierens von Digital Business? Ja, ich habe Ihnen hier mal so ein bisschen den Modulplan aufgelistet und jetzt müssen Sie den Modulplan nicht in jedem Detail durchlesen und verstehen, sondern anhand dieses Modulplans möchte ich Ihnen mal so die wichtigsten Key Facts oder die wichtigsten Aspekte dieses Studienprogramms näher bringen. Also allererst mal so die Rahmenbedingungen. Also es ist ein 7-semestriges Programm. Das heißt also, Sie sind im Regelfall 3,5 Jahre bei uns und studieren den Bachelor Digital Business. Und dieser Bachelor zeichnet sich vor allen Dingen durch eine starke Verbindung mit praxisorientierten Projekten aus. Das sehen Sie da schon so ein bisschen auch in der Farbgebung auf der rechten Seite angedeutet. Da gibt es dann so die großen Bereiche, die sich mit den sogenannten Praxisprojekten beschäftigen. Bevor wir allerdings dazu kommen, arbeiten Sie sich oder wandern Sie durch das Programm durch, indem Sie mit den Grundlagen anfangen. Und die Grundlagen, das sehen Sie auch in den ersten 2 Semestern, da ist jetzt so eher weniger von diesen Praxisprojekten zu sehen, sondern mehr so diese Standardpflichtmodule. Und die decken jetzt ganz genau diese verschiedenen Fachdisziplinen, aus denen sich das Digital Business zusammensetzt, ab. Und das sind vorrangig halt die Module aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre, der Informatik, Mathematik natürlich nicht zu vergessen, Programmierung, das heißt also, Sie werden auch in einer Programmiersprache ausgebildet, die Sie dann im weiteren Verlauf des Studiums immer wiederholt einsetzen, und Entrepreneurship, also den Methoden unternehmerischen Handels und Wirkens, insbesondere im Zusammenhang mit softwareintensiven Produkten. Ja, nach diesen ersten 2 Semestern, wo Sie die Grundlagenausbildung erhalten und auch die nötigen Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangen, gelangen Sie in den hohersemestrigen Bereich, wo Sie hochaktuelle Themen des Digital Business behandeln. Und das sind vor allen Dingen Themen im Bereich Cloud, Big Data, Machine Learning, IoT und noch viele andere. Flankiert wird diese Ausbildung vor allen Dingen durch diese Projekte. Projekte und Praxissemester sehen Sie schon an den Größen der Module, dass das einen entscheidenden Beitrag hier in diesem Studienprogramm hat. Unsere Projekte werden in Zusammenarbeit mit den Praxispartnern abgewickelt. Das heißt also, da werden Sie Leute aus Unternehmen zum Beispiel kennenlernen. Und Sie werden auch im 5. Semester in der Praxisphase, werden Sie 1 Semester lang in einem Unternehmen verbringen. Und dort natürlich an den digitalen Produkten und den digitalen Services dieser Unternehmen mitarbeiten. Und da sind Sie natürlich auch ein interessanter Kandidat für die Unternehmen, weil auf der einen Seite haben Sie natürlich die theoretischen Grundlagen aus den ersten 2 Semestern. Sie haben sich mit spannenden, hochaktuellen Themen in dem 3. und 4. Semester beschäftigt, und flankiert wird das Ganze durch eine entsprechende Hands-on-Erfahrung. Das heißt also, Sie können nicht nur darüber reden, sondern Sie können es auch machen. Ja, abschließend wird das ganze Studium dann im 7. Semester mit Ihrer persönlichen Spezialisierung. Da gibt es insgesamt 3 Wahlfächer und einen umfangreichen Wahlfachkatalog, aus dem Sie verschiedene Module wählen können, in dem Sie dann diese 3 Wahlfächer belegen. Und ein Bachelorprogramm wird nicht abgeschlossen, ohne dass Sie am Ende eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit schreiben. Das ist dann die Bachelor-Thesis. Und diese Bachelor-Thesis über das Thema und die Inhalte und die Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben, berichten Sie in dem Kolloquium. So, das war unsere kleine Reise durch das Programm Bachelor of Science Digital Business. Ja, lassen Sie mich das Ganze mal noch kurz zusammenfassen. Also, der Schwerpunkt des Bachelor of Science Digital Business liegt in einem speziellen Teilbereich der Wirtschaftsinformatik. Sie studieren bei uns am Hermann-Hollerith-Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen in Böblingen. Sie sind also Studierende der Hochschule Reutlingen, haben Zugriff auf die Infrastruktur und die digitalen Services der Hochschule Reutlingen. Sie befinden sich allerdings hier bei uns in den modernen und großen Räumlichkeiten des Hermann-Hollerith-Zentrums in Böblingen. Das Studium hat einen Umfang von 7 Semestern und Sie schließen es mit 210 ECTS ab. Das ist wichtig, dass Sie 210 ECTS erreichen, denn die darauf aufbauenden Programme, wenn Sie planen, in den Master reinzugehen, haben einen Umfang von 90 ECTS. Das in Summe ergibt 300 ECTS und das ist europaweit der akzeptierte Standard für einen Masterabschluss. Wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass Teil dieses 7-semestrigen Studiums auch ein Praxissemester ist. Wir wollen also nicht nur theoretisch ausbilden, sondern dass man also
über Digital Business reden kann, sondern dass man Digital Business auch tun kann. Dabei legen wir großen Wert auf die projektorientierte Ausbildung, also die Bearbeitung von Fragestellungen aus Unternehmen in verschiedenen Praxisprojekten und natürlich auch der Thesis. Also wir halten unsere Studierenden dazu an, sich Thesisthemen zu suchen in den Unternehmen. Und dort haben sie dann einen großen Wertbeitrag mit ihrem Studium zu leisten. Und sie lernen ja die Unternehmen schon kennen in der Praxisphase. Das heißt also, aus der Erfahrung heraus können wir berichten, dass Bachelorstudierenden ihre Thesis sehr häufig im Unternehmen oder in Kooperation mit Unternehmen entsprechend bearbeiten. Dabei beziehen wir die Praxispartner nicht nur im Rahmen der Thesis ein, sondern auch, um die Lehrinhalte auf die aktuellen Trends und Entwicklungen des Bereiches Digital Business anzupassen. Und bei uns ist es so, dass die Labore, die Sie am Anfang gesehen haben, dafür auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Das heißt also, wir haben große, moderne Räume, hell, riesige Fenster. Wir haben ein eigenes Gebäude, in dem also kein Publikumsverkehr ist. Das erlaubt es uns, gewisse Dinge auch auszuprobieren, die Sie an einer regulären Hochschule in dieser Art und Weise nicht tun können. Unsere Labore erlauben dabei, dass Sie eigene innovative Ideen experimentell ausprobieren können, dass Sie anwendungsnah arbeiten können und dass auch die Ausbildung, also die akademische Lehre, anwendungsnah stattfindet. Und so haben Sie unsere Labore schon gesehen für Smart Retail, Smart Shop, Smart Home und auch das KI-Labor beispielsweise, wo ich heraus berichte. Insgesamt kostet Sie das Studium, na, ich verkaufe Ihnen jetzt quasi die Lama-Felldecke dazu, 180 Euro, so circa 180 Euro im Semester. Und die Besonderheit, alle unsere Studierenden, die hier am Standort, am Campus Hermann-Hollerith-Zentrum sind, die erhalten ein VVS-Ticket dazu. Das heißt also, da gibt es so einen kleinen Stempel und mit diesem Stempel können Sie dann im VVS fahren. Ja. Abschließend möchte ich das Ganze nochmal damit, dass ich Ihnen ein bisschen was über den Wert des Studiums erzähle. Und der Wert des Studiums besteht darin, ja, was Sie dann eigentlich mit diesen ja, Inhalten, die Sie gelernt haben und der Kompetenz, die Sie erzielt haben, anfangen können. Ja, Sie sind ein Experte und Know-how-Träger für den Bereich digitale Geschäftsmodelle, Märkte und Unternehmen. Sie können sich da als Master auch nochmal weiterbilden bei uns. Das heißt also, Sie haben genau die Ausbildung, die Sie auch perfekt qualifiziert, um über die Grundlagen des Digital Business nochmal vertiefend sich mit diesem Bereich zu beschäftigen. Sie können Entwickler werden für gewinnbringende digitale Produkte. Oder Sie können in die Führung aufsteigen, also das, was man im Allgemeinen als Digital Officer oder Digital Manager bezeichnen würde, oder auch in die Beratung gehen, um halt Unternehmen neu auszurichten auf die digitalisierten Märkte. Ja, und das ist natürlich alles schön, wenn ich Ihnen das erzähle, aber zwei Quotes einfach mal von unseren Absolventen aus den Masterstudiengängen, die in den Unternehmen sind und die Inhalte des Studienprogramms aus dem Fachgebiet Digital Business aufgenommen haben und in den Unternehmen zur Anwendung bringen. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass also Digital Business die Methoden vermittelt, die ein erfolgreiches Arbeiten im Job unter Druck ermöglichen. Das heißt also, sie sind hochfokussiert, hochspezialisiert und können also hier anspruchsvolle Fragestellungen souverän im Job entsprechend bewältigen. Und was für mich natürlich an der Gestaltung des Programms auch immer wieder eine große Rolle spielt, so ein bisschen ja, das Feedback von unseren Absolventen zu bekommen, ob das, was wir an den Inhalten anbieten und gemeinsam mit unseren Praxispartnern auch erarbeitet haben, ob das im Job dann auch eine große Rolle spielt. Und da haben unsere Alumni uns erzählt, dass also die zukunftsrelevanten Wahlfächer und auch die Forschungsinhalte, die wir in das Lehrprogramm mit einspielen, alles im Business 5 Jahre später drankommt. Das heißt also, sie sind zukunftsorientiert aufgestellt, um mit unserem Ausbildungsprogramm ihren Karriereweg erfolgreich zu beschreiten. Ja, damit hätten wir dann auch schon die Vorstellung des Bachelorprogramms abgeschlossen. Und wenn Sie dazu weitere Fragen haben, dann stehe ich Ihnen natürlich als der Studiendekan für dieses Programm zur Verfügung für alle möglichen Fragen. Und die Gelegenheit, Fragen zu stellen, haben Sie jetzt sofort, gleich natürlich hier im Anschluss an meine kleine Präsentation. Aber Sie können natürlich auch zusätzlich Fragen per E-Mail stellen oder schreiben Sie mir einfach eine E-Mail und wir vereinbaren einen kurzen Zoom-Call, Teams-Call oder ganz klassisch auf die althergebrachte Weise über das Telefon.
Also hier mein Angebot an Sie, dann noch im Anschluss jetzt hier Fragen zu stellen. Ja, damit bin ich mit meiner Präsentation auch schon zu Ende und stelle nun die Rückfragen an Sie, ob Sie Fragen zum Studienprogramm haben.